Männer und Frauen unterscheiden sich anatomisch in Körpergröße, Gewicht, Muskelmasse und Körperbau. Männer sind durchschnittlich 12 cm größer und 10 bis 20 kg schwerer. Frauen haben kleinere Atemwege, Herzen und Lungen, eine höhere Herzfrequenz, weniger Blut und Hämoglobin, einen höheren Fettanteil und weniger Muskelmasse. Auch der Stoffwechsel unterscheidet sich. Im Leistungssport erreichen Männer im Schnitt 10 bis 20% mehr körperliche Leistungsfähigkeit in den verschiedenen Disziplinen. Ein kurzer Auszug, liebe Zuschauer, warum Frauen und Männer in den meisten Sportarten nicht gegeneinander antreten. Weil es einfach unfair ist. Doch bei den Olympischen Sommerspielen in Paris spielt das offenbar keine Rolle. Neue olympische Kategorie: Frauen verprügeln. Wir sprechen jetzt Klartext über Transfrauen im Sport mit der FPÖ-EU-Abgeordneten und ehemaligen Leistungssportlerin sowie der freiheitlichen Sportsprecherin Petra Steger. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Frau Steger, die Olympischen Spiele in Paris sind von Woken-Skandalen geprägt, besonders im Boxen, wo Frauen auch gegen Männer antreten müssen. Ist das die Gleichbehandlung? Ist das die Chancengleichheit, für die Frauen seit Jahrzehnten kämpfen oder einfach nur woker Irrsinn? Das ist leicht zu beantworten. Das ist ganz einfach woker, absoluter Irrsinn, muss ich dazu sagen. Ja. Und ich glaube, diese Bilder, die wir gestern gesehen haben von diesem Boxwettbewerb, lassen wirklich überhaupt niemanden kalt. Ja. Und ich muss sagen, das war ein schwarzer Tag für den Sport insgesamt. Das war ein schwarzer Tag vor allem für den Frauensport und auch für die Frauenrechte. Und ich muss sagen, es hat mir zum Beispiel wirklich das Herz zerrissen, wie ich die junge italienische Boxerin gesehen habe, wie sie in Tränen aufgegeben hat nach dem ersten Schlag in ihr Gesicht. Und ich muss sagen, da wurde eine absoluten Spitzenathletin, die über viele, viele Jahre ihr ganzes Leben wahrscheinlich auf ein großes Ziel hintrainiert, die Verletzungen in Kauf nimmt, die Schweiß, Blut, Tränen über viele Jahre in Kauf nimmt, die alles einem einzigen Ziel unterordnet, einmal bei den Olympischen Spielen sein zu dürfen, einmal eine Chance auf eine Medaille zu haben, dass ihr diese Chance auf dieser wirklich miesen Art und Weise gestohlen wurde. Das ist für mich auch als ehemalige Sportlerin wirklich unerträglich mit anzusehen. Und ich hoffe, dass jetzt einige da aufwachen und endlich dieser Irrsinn auch beendet wird. Aber was glauben Sie, ich meine, viele fragen sich auch im Internet, warum treten die Frauen überhaupt noch an, wenn sie wissen, dass sie gegen eine Transfrau antreten müssen? Warum tun sie sich das überhaupt an? Ja, also ich als ehemalige Leistungssportlerin kann ich da einfach nur sagen, dass ich das Verständnis für diese Frage gar nicht habe, weil wie gesagt, man trainiert ein Leben lang für ein großes Ziel, man opfert alles, man ordnet alles dem unter. Um einmal diese Chance zu haben, und dann ist es leicht gesagt, dass man einfach nicht antreten soll, dass man das boykottieren soll, aber auch Olympia findet ja nicht jedes Jahr statt oder wie oft hat man die Chance, einmal daran teilzunehmen, und das gibt man nicht einfach so auf, und man ist ja auch Profisportler, weil man eben nicht so einfach aufgibt, man schmeißt nicht hin, man tritt an, ja, und deswegen kann ich da auch vollkommen nachvollziehen, dass da Athletinnen da nicht so einfach sagen, dann boykottieren wir es und treten da nicht an. Es ist der Skandal und die Schweinerei ist, dass das überhaupt zugelassen wurde vom Olympischen Komitee, dass dieser Woke-Irrsinn dermaßen weit geht, dass man solche Ungerechtigkeiten nicht verbietet. Aber ich persönlich empfinde da zu wenig Protest auch von Seiten der Sportlerinnen. Das meine ich im Besonderen, weil im Grunde genommen sollten sich diese ein ganzes Jahr oder ein ganzes Leben, wie Sie auch gesagt haben, sie bereiten sich davor auf die Olympischen Spiele, dann wissen sie, am Ende des Tages treten dort auch Transfrauen auf. Der Protest geht mir zu wenig vonstatten. Oder sehe ich das falsch? Athleten wird von Anfang an auch eingetrichtert, dass sie sich auch politisch nicht äußern sollen, weil es soll beim Sport im Wesentlichen um den Sport gehen. Sport soll nicht politisch sein, Sport soll auch nicht ideologisch sein. Beim Sport geht es alleine darum, die Talente und die Fähigkeiten mit anderen zu messen, und der Beste soll gewinnen. Und deswegen fällt es Sportlern auch sehr schwer, dann auf diese politische Bühne aufzugehen und sich dann darüber zu äußern, weil denen geht es tatsächlich nur um ihren Sport, um die Fairness, um den Wettbewerb, um auch
in Ruhe das auszuüben, was sie lieben, sportlich eben aktiv zu sein. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt wirklich sehr froh bin, dass dass das jetzt so hohe Wellen schlägt, auch wenn man jetzt Social Media auch verfolgt, dass jetzt andere auch die Stimme ergreifen, dass jetzt auch extrem viele ehemalige Athletinnen sagen, dass das unglaublich ungerecht und unfair ist. Und ich meine, allein die Tatsache, dass es jetzt auch offensichtlich legal ist, dass Männer öffentlich Frauen verprügeln, ich meine, das an sich ist schon absurd, ja. Aber dass jetzt so viele auch den Frauen und den Athletinnen zur Seite springen und da diesen Protest auch kundtun. Sie haben es eingangs schon erwähnt, Sie waren ja auch Leistungssportlerin, genauer gesagt Basketballspielerin beim Verein Flying Foxes, einem Verein in der ersten österreichischen Damenbundesliga. Im Laufe Ihrer Vereinsaktivität wurden die Flying Foxes bisher 12-mal in Serie österreichische Staatsmeister, herzlichen Glückwunsch, und 9-mal in Serie Sieger im Cup. Außerdem erreichten Sie 3-mal den dritten Platz in der Central Europe Women's League und Sie, Frau Steger, wurden 3-mal als wertvollste Spielerin ausgezeichnet. Was glauben Sie, wäre diese ganze hart erarbeitete sportliche Aktivität, die Sie gemeinsam mit Ihren Vereinskolleginnen da absolviert haben, wäre das alles möglich gewesen? Wären diese Siege möglich gewesen? Hätten Sie Männer als Gegner gehabt? Nein, das wäre alles natürlich nicht möglich gewesen. Und deswegen macht es mich auch so unfassbar wütend, dass da im Namen einer linken und blinden auch Toleranzbesoffenheit eine dermaßen starke Wettbewerbsverzerrung und ja, ich muss sagen, Diskriminierung auch der Frauen stattfindet. Und es gibt diese biologischen Unterschiede, die man nicht einfach wegdiskutieren kann und auch nicht wegdiskutieren darf. Und wenn biologische Männer eben im Frauensport tatsächlich antreten dürfen, dann ist das de facto nichts anderes als eine Abschaffung des Frauensports. Genau auf das läuft es hinaus. Und ich kann das aus eigener Erfahrung auch berichten. Und mein Verein hat oft Kooperationen mit Männervereinen auch gehabt aus der ersten Bundesliga. Und wir haben zum Beispiel Vormittagstrainings gemeinsam mit den Männern auch gehabt, wobei wir uns in diesen Trainings nur darauf konzentriert haben, einerseits Fitness-Trainings zu machen oder Wurftrainings, weil es eben nicht möglich ist, weil diese körperlichen Unterschiede zu groß sind, dass man da gegen Männer auch antritt. Und falls einmal so eine Spielsituation entstanden ist, haben sich die Männer selber die Regeln gegeben, man darf nicht blocken, man darf nicht zu aggressiv reingehen. Einmal hat das, ich kann mich erinnern, ein männlicher Spieler gegen mich gemacht, dann ist der Teamkapitän vom Männerverein zu dem hingegangen, hat ihn angeschrien und gesagt, dass ein Wahnsinn, was erlaubst du dir? Du kannst nicht auf Frauen so aggressiv draufgehen, weil es einfach diese großen körperlichen Unterschiede gibt. Ja, man kann gleich gut sein im Spielverständnis, man kann gleich gut sein in der Technik, man kann gleich gut sein wie im Beispiel Basketball in der Wurftechnik. Das kann man alles gleich gut sein, aber diese körperlichen Unterschiede sind nicht zu ignorieren. Die gibt es und deswegen entsteht daraus auch, wenn Männer gegen Frauen antreten, eine enorme Gefahr, ein enormes Verletzungsrisiko, was auch aus diesem Grund absolut unverantwortlich ist, dass es zugelassen wird, dass Männer auch besonders in so Sportarten, wo man einfach diesen Körperkontakt hat, ja, ist noch wesentlich unverantwortlicher, dass da Männer gegen Frauen antreten dürfen. Keiner sagt etwas, wenn es ums Reiten geht, um Polo spielen, Schach spielen, Golf spielen etc. Aber bitte nicht beim Schwimmen, beim Boxen oder auch beim Basketball, wenn man so will. Sie sind ja auch freiheitliche Sportsprecherin, Frau Steger. Man hört in diesem Zusammenhang, zu diesem Thema, immer nur Kritik von Seiten der FPÖ. Alle anderen Parteien schweigen zu diesem Thema oder bezeichnen Menschen wie Sie als intolerant. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um und droht uns eigentlich in Österreich auch bald ein regelmäßiges Antreten von Männern im Frauensport? Ja, also mit dieser Kritik gehe ich ziemlich gut um, weil ich weiß, dass wir einfach richtig liegen. Und ich muss sagen, es ist bezeichnend für diejenigen, die diese Kritik auch äußern. Und ich habe das erlebt. Ich habe bereits den ersten Antrag zu dem Thema eingebracht. Ich glaube, das war 2022, wo ich auch gefordert habe, dass es ein Verbot auch für, dass Männer eben bei Frauenwettbewerben teilnehmen dürfen, gibt. Ich habe diesen Antrag damals eingebracht im Nachfeld auch des Falls der amerikanischen Schwimmerin,
die ja auch Schlagzeilen gemacht hat, die Lia Thomas hieß sie, die ja auch, das ging eine Zeit lang durch alle Medien, die ja unter den Männern absolut erfolglos war bei dem Schwimmen und dann bei den Frauen angetreten ist, ich glaube im 500-Yard-Freistil und ihn dort dominiert hat und auch die, ich glaube, Olympia-Silbermedaillengewinnerin um 2 Sekunden dann schneller war als diejenige. Und das ging damals schon durch alle Schlagzeilen und schon damals hat man gesehen, dass es einfach absolut ungerecht ist, wenn Männer bei Frauenwettbewerben teilnehmen und deswegen sind sie umso fassungsloser, dass das jetzt bei diesen Olympischen Spielen überhaupt zugelassen wurde. Auf jeden Fall, als dieser erste Fall eben durch die Schlagzeilen ging, habe ich diesen Antrag dann gleich eingebracht und ich kann aus dem damaligen Ausschuss sogar noch berichten, weil es war ziemlich einprägend, wie alle anderen Parteien in Österreich regelrecht auf mich losgegangen sind, mich als menschenverachtend bezeichnet haben, als diskriminierend, die gesagt haben, es ist politisches Kleingeld und und. Es ist, und ich habe ihnen geantwortet, schlicht und ergreifend, das kann nur jemand sagen, der wirklich keine Ahnung hat vom Frauensport, der keine Ahnung hat vom Sport, der nicht weiß, was alles dazugehört, dass man auch Athletin ist. Und es hat mich auch in der Hinsicht fassungslos gemacht, weil wir auch einen grünen Sportminister haben, dass gerade diejenigen, immer diesen Banner der Gleichberechtigung, des Feminismus vor sich hertragen, diejenigen sind, die den Frauensport damit auch zugrunde richten. Und das habe ich auch dem Vizekanzler und Sportminister, alle machen sich ja mal lustig drüber, dass er überhaupt Sportminister ist, aber Werner Kogler damals auch so eindeutig und klar gesagt. Noch dazu, wenn er dann immer sich auf die Fahnen heftet, die Gleichberechtigung von Frauen auch im Sport mit irgendwelchen weiblichen Trainerinnen, Programmen, Förderung von Frauen etc. Also da braucht er mir mit so etwas überhaupt nicht daherkommen, wenn er dann das zulässt und zuschaut, wie der Frauensport eben dadurch durch diese Woke-Wahnsinn, durch diese Ideologie eigentlich zerstört wird. Frauenrechtlerinnen, die damals auf die Straße gegangen sind, um wirklich Rechte für die Frauen einzukämpfen, die werden sich jetzt im Grabe umdrehen, vermutlich. Aber Frau Steger, es sind ja nicht nur die Olympischen Spiele, wo Männer Frauen jetzt den Titel wegnehmen. Zum Beispiel Transgewichtheberin gewinnt Frauentitel oder Transfrau gewinnt Schwimmwettbewerb. Sie haben es eingangs schon erwähnt. Aber nicht nur im Sport. Transfrau gewinnt erstmals die Wahl zur Miss Portugal. Mittlerweile haben bei X Misswahlen bereits Männer gewonnen. Frau Steger, was glauben Sie, was steckt jetzt dahinter, dass dieser woke Irrsinn immer mehr an Fahrt aufnimmt, obwohl eigentlich die breite Mehrheit nicht hinter diesem Irrsinn steht? Was steckt da möglicherweise dahinter? Es ist getragen von einer woken-liberalen Medienblase, gemischt mit einigen Politikern, die glauben, sich dieser Blase in irgendeiner Form unterordnen zu müssen, damit sie sich keiner Kritik politisch aussetzen. Anders kann ich das nicht erklären, weil, wie gesagt, die breite Mehrheit der Menschen in Österreich, aber auch darüber hinaus, kann mit dieser Ideologie und mit diesem Woke-Wahnsinn überhaupt nichts anfangen. Und ich muss sagen, es geht auch wirklich zu weit. Aus diesem Grund, vor allem dieses Beispiel hoffentlich sorgt jetzt endlich für die notwendige Trendwende, die Schubumkehr, dass es da ein Denkprozess vielleicht angestoßen wird, dass dieser Woke-Wahnsinn, den wir jetzt seit vielen Jahren erleben, der immer absurdere Blüten auch trägt, dass alle jetzt auch zu dem Verständnis kommen, dass der eindeutig zu weit geht und dass er gestoppt werden muss. Mittlerweile gibt es ja auch einen Trend, go woke, go broke. Viele Unternehmer, die sich diesem Woke-Wahnsinn angeschlossen haben, sind ja auch mitunter oder haben massive Umsatzeinbußen dadurch verzeichnen müssen, weil eben die Menschen nicht hinter diesem Wahnsinn stehen. Frau Steger, halten wir fest, in Österreich soll es aus Ihrer Sicht ein absolutes Verbot geben. Das darf es nicht geben. Männer- und Frauendisziplinen müssen getrennt sein, weil es einfach ungerecht ist, wie eingangs erwähnt, im Schnitt 10 bis 20% mehr körperliche Leistungsfähigkeit bei Männern. Also es ist einfach ungerecht, wenn Frauen und Männer gemeinsam antreten. Ist das Ende des Frauensports, wenn das zugelassen wird? Absolut. Frau Steger, ich sage danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Einblicke und vor allem auch in Ihre Zeit als Leistungssportlerin, genauer gesagt als Basketballspielerin. Danke ebenfalls.